Uff, nach einem sehr anstrengenden letzten Part, das war wirklich sehr nervenaufreibend, sind wir jetzt endlich im Lager angekommen. Im letzten Part mussten wir mehrere Wellen dunkler Brut besiegen und das war schon, auf normal war es ziemlich heftig. Dann kam mir aber dann doch die Idee, das Ganze im leichten Schwierigkeitsgrad zu machen und dann ging es dann doch wesentlich besser. Ja, hier vorne ist sonst nichts weiter. Hier sind zwei Türen, die man mit diesen blutverschmierten irgendwas Zahnrädern öffnen soll. Ich habe aber nur drei. Das braucht vier, das braucht fünf. Ja, ist nicht schlimm, wenn ich das jetzt nicht mit nehme, ist es auch nicht so tragisch. Ich wollte halt so viel mitnehmen, wie es geht. Wenn es hier nicht geht mit den beiden, ist es auch nicht schlimm. Hauptsache die richtigen für die Hauptquest hier. Das hier ist es eigentlich nur so, um nebenbei Loot einzusammeln. Und wir haben ja schon ziemlich viel. Apropos Loot, der gute Cyrios hat jetzt einen neuen Stab, einen Elektrostab. 143 und damit aktuell der stärkste Stab, den wir haben. Ich habe dann Vivienne, wo ist sie denn? Da, den Stab der Leere gegeben. Auch einen Elektrostab. Mal gucken, vielleicht kommen Vivienne und ich jetzt mit diesen Elektrostäben hier unten besser zurecht. Wir werden es sehen. Gut, ich wollte hier vorne ja mal gucken, was bei dem einen ist. Dann können wir uns hier im Lager ein bisschen umsehen. Genau, und dann noch in der Sequenz, die letztens kam. Kommen jetzt alle wieder mit? Ja, in der Sequenz, die letztens kam, hatte. Oh, scheiße, wie viel Blut liegt denn hier und Körperteile? Bla. in der Sequenz. Am Ende des letzten Paares ja, sind wir halt da ins Lager angekommen. Warte mal, können wir da hin überhaupt? Geht's da überhaupt hin? Kann man eine Sequenz so fertig? So, was ist das hier? Ah, ich kann auch aufsteigen. Ups, aber das habe ich fast vergessen. Ja, wo tut man denn noch was hin? Noch soll man hier wieder Elektro vielleicht wieder aufleveln. Elektro aufleveln wird, glaube ich, nicht so schlecht. Schauen wir mal, wo es hier reingeht in diese kleine Höhle. Oh, Spinnen, i. Silberit. Spinnen. Schaden gestorben. Das war's? Okay. Ein bisschen doof, so hier reingegangen. Was haben wir denn? So sah also das Ende der Lyrium-Experimente aus. Nochmal Silberit.
Wie viel Platz haben wir überhaupt noch? Okay, ja. Die Hälfte gerade mal voll. Okay. Oder etwas über die Hälfte. Das ist gut. Wieder zurück. Um. Wir hatten auch eine Expedition im letzten Part wieder freigeschaltet. Die könnten wir dann oben ausführen. Ich denke mal nicht, dass es hier unten geht. Da müssen wir uns nach oben teleportieren. Warte mal, was haben wir denn da alles? Ich kann es fühlen. Die Verderbtheit. Sie breitet sich aus. Ja, es wird schmerzhaft sein. Denk einfach daran, dass du bereits tot bist. Und trink ein paar Bier. Das wird dir helfen. Ich wünschte, der Bastard hätte mich gleich erledigt. Nun gut, okay, dann will ich mal kurz hochgehen. dann müssen wir, glaube ich, hier entlang oder so, um rauszukommen. Ich weiß nicht, wie es später ist, wie man wieder zurückkommt. So, nehmen wir jetzt fest. So. Immer dahin. Vorstellung. Und das kommt ein bisschen später, das Gebiet. So. Achso, das kommt dann jetzt dann. Drei Karten hier und drei Karten auf der anderen Seite. Okay. Ausnahmsweise machen. Bisschen Abwechslung. Neues Gebiet freigeschaltet. Okay. Das sind drei. Die nächsten drei Dinger werden bestimmt hier hinkommen. Ja. Unerforschter Abgrund. Ja. War es da? Genau. Da und dann. Da war ja gerade außen und links. Okay. Kann es fühlen. Die Verderbtheit. Sondern wo es dahin geht. Wieder Feature kommen. Ah, ich sehe schon, das ist schon Holzgerüst. Ich kann nicht mal zeigen, was im letzten Part war. Hier. Hinter dieser Säule versteckt. War es gewesen. Ansonsten hätten wir das. Nee, stopp, wir hätten das bestimmt nicht geschafft. Wir wären bestimmt eh bei den Ogern spätestens wieder verreckt. Naja, egal. Boah. Nicht runterfallen. Ist das jetzt nur für den Mister? Ey? Wer war das? Wer auch immer das war. Du bist ein Arsch. Oh, Hälfte Leben verloren, weil irgendeiner von meinen Deppen da runtergeschubst hat. Prost. Boah, nicht runterfallen. Hier. Zwergisch hat doch neue Schild, ja.
Sebastian macht denn jetzt das hier auf? Sollen wir das da oben aufmachen? Ja, hier das. Das war auch hier das Melisa. Looten, dann sehen wir uns dann gleich wieder oben. Alles für unsere Bianca. Okay, gut, dann, wenn hier nichts weiter ist, sehen wir uns dann gleich wieder oben im Lager. Obwohl, ich kann auch hinreisen. Hihi, ich brauche an die Steine laufen. Ich kann es fühlen. Die Verderbtheit. So. Sie breitet sich aus. Ja. Ah, die Klappe da mit deinem Gelaber. Immer wieder dasselbe labern. Kannst du mal einen neuen Text ausdenken? Wir schauen mal. Einmal speichern. Wollen wir mal gucken, was da oben ist. Wenn da nichts ist, gehen wir wieder runter. Bestimmt noch mal Müll. Ja. Irgendwelche Pläne und so weiter. Lotsdingen, ja. Wie viel Platz haben wir jetzt? Ah, oh, das wird langsam voll. Spindelkraut? Ist das nicht eher am Wasser? Naja. Ich hinterfrage es jetzt nicht. Unten ist irgendwas. Na, okay. Wie ihr die gesamten zur Strecke gebracht habt, Inquisitor, das ist beeindruckend. Ja. Oben ist auch nichts. Gut. Also da. Ups. Außenrum.
Aufzug. Einmal speichern wieder. Dann benutzen wir den Aufzug ins nächste Gebiet. Wir werden sterben. Vergessene Höhlen. Yay. Oh Gott. Ich hab keinen Platz. Wir müssen das machen. Was war das? Was war was? Da hat sich etwas bewegt. Dort. Entzünde deine Fackel. Damit es uns kommen sieht, bleibt einfach dicht zusammen. Ne? Na, komm her, du Mistvieh. Bleib zusammen. Man kann sich hier unten leicht verirren. Wir sind nicht mehr in den tiefen Wegen. Woher wollt ihr das wissen? Hier ist es stockdunkel. Ich kann es spüren. Ja, dann kommt her, mitkommen. Es ist falsch hier. Zu viel Flüstern, das Lied ist falsch. Abgeschnittene Akkorde, abgelöst durch Stille. Komm her, Vieh. Natürlich muss der Magier vorgehen, alle anderen bleiben hinten. Okay. Was ist da? Hallo? Zeigt euch uns! Ren! Oh, verdammt! Scheiße, was ist das denn für Viecher? Oh, Bogenschützen, okay. Hi. Ihr könnt mir nichts anhaben!
wieder machen. Au. Das habt ihr nicht verdient. Ren wollte nie so leben. Er war Schuster, er war gut darin. Er ging zur Legion, um seines Vaters Schulden zu tilgen. So wurden seine Mutter und sein Bruder nicht kastenlos. Viele unserer Armen und Verzweifelten opfern sich für die Zukunft ihrer Familie. Ren war ein guter Mann. Wir werden sein Opfer ehren. Ich hielt ihn für unbezwingbar. Die Rüstungen dieser Krieger. In das Metall ist Lyrium eingewoben. Sie sind mit ihrer Haut verschmolzen. Wir können sie nicht abnehmen. Aber ich weiß, was wir darunter finden. Ren wurde von Zwergen getötet. Wenn sie Zwerge sind, warum haben sie uns dann bekämpft? Sie haben kein einziges Wort gesagt. Keine Warnung, keine Forderungen, nur Gewalt. Wir müssen dafür sorgen, dass Ren zum Stein zurückkehrt. Atras Tunsha Salroka. Ich gebe nicht auf, Ren. Versprochen. Was auch immer sich zwischen uns und den Titanen stellt, wird es bitter bereuen. Das war nicht so gut. Ein Nahkämpfer weniger. Von Ren holen und das Befehl. Ja, wir haben jetzt einiges hier an Geld. Ren? Achso. Dann haben wir den bestimmt begraben oder so. Und die Steine langfen, Alter. Naja, es lief nicht so gut. Aufheben? Genau, speichern auch. Wäre gut. Wir gern in einem neuen Spielstand. Wie viel Zeit haben wir denn? Ja. Guter Cliffhanger ist das gewesen. Sehr gut. Spiel. Ich denke mal, wir werden beim nächsten Mal hier weiterkommen. Bis dann und tschüss.